Ja, grundsätzlich wollten wir am Rasen spielen, aber wie wir dann das Spielfeld betreten haben, haben wir einfach gemerkt, dass dort, wo der Schatten war, war es wirklich noch eisig und extrem hart, eigentlich wie Beton. Und deswegen haben wir dann das kurz besprochen und haben uns dann eigentlich zusammen entschieden, dass wir dann dort am Kunstrasen spielen. War dann im Nachhinein dann doch die bessere Entscheidung, obwohl man ja trotz, also ich spiele nicht gerne am Kunstrasen, aber heute war es eigentlich nicht möglich, da um 10 Uhr am normalen Platz zu spielen. Wir dachten, dass es in der Nacht eben doch keine Minustemperaturen hat, dass es möglich wäre. Dann haben wir gehofft, dass er aufgeht bis zum Spielbeginn. Es war aber nicht am ganzen Platz so und da war das Verletzungsrisiko zu groß, sodass wir gesagt haben, spielen wir auf dem Kunstrasen. Es war noch ein Thema, eventuell in der Halbzeit, die zweite Halbzeit dann am Rasen zu spielen, aber es war jetzt gut und die Bedingungen waren auch in Ordnung. Von dem her für euch etwas Hektik und für alle Zuschauer, für uns war es unproblematisch. Freistoß jetzt für die Veilchen. Alex Grünwald mit der Hereingabe und der Treffer, direkt verwandelter Freistoß, 1:0 für die Austria. Herrlicher Freistoß von unserem Kapitän Alexander Grünwald, das kann er, der Grüni, das sind genau seine Bälle. Max Sachs wird ausführen. Sachs, wieder verschätzt sich der Torhüter, da ist der zweite Treffer. 2:0 für die Veilchen. Und Nils Hahn hat das Kopftor gemacht. Sachs. Gurkerl gegen seinen Gegenspieler. Sachs mit der Flanke auf Grünwald. Schön gespielt, Grünwald. Sofort mit der Reingabe die Möglichkeit. Und der Ball ist drin. Kurioser Treffer. Christoph Mondschein trifft zum 3:0. Im Fallen, dann fällt ihm der Ball nochmals auf die Ferse. Dritter Treffer für die Veilchen gegen die Niederösterreicher. Ich bin froh, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben. Es ist wirklich so, dass es auf verschiedenen Positionen mehrere Spieler gibt, die es verdient hätten, von Anfang an zu spielen. Hinzu kommt, dass wir beim GAK im Cupspiel eben nur 16 Spieler mitnehmen dürfen, das heißt 14 Feldspieler. Aktuell haben wir 22 Gesunde, von dem her wird es schon Härtefälle geben, aber nochmal, mir ist es so lieber. Rechts rüber, Fitz, dann ist Leo Marosch frei, Hereingabe und der Ball ist drin. 4:0, Alexander Grünwald mit dem Doppelpack. Schöne Aktion über die rechte Seite, vor allem schön vorbereitet auch von Christoph Mondschein, der die Aktion eingeleitet hat. Da ist unsere Neuverpflichtung. Aus der Zentralafrikanischen Republik kommt er, 19 Jahre jung, super Pass auf Fitz, Schuss, 5:0. Herrliche Aktion, Manfred Zakaria, sauber abgeschlossen mit links, keine Chance für Torhüter Daniel Sabani. Eingeleitet über die linke Seite und wieder hatte unsere Neuverpflichtung den Fuß im Spiel. Wieder Turcheman hat die Chance, jetzt auf den Treffer und da ist er. Endlich hat sich angekündigt, 6:0. Alon Turcheman, unser israelischer Teamstürmer, netzt ein zum 6:0. Hatte heute schon die ein oder andere gute Möglichkeit und jetzt ist das halbe Dutzend voll. Zakaria im 1 gegen 1, bleibt am Ball, stark gemacht. Dominik Fitz, Schuss Fitz, Riesentor, was für ein Treffer. Traumtor Dominik Fitz nach Vorarbeit von Manfred Zakaria und jetzt hat auch der Fitzi sein Treffer, sein Tor. 7:0. Nächster Treffer. Da klatschen Christoph Mondschein und Alon Turcheman ab. 8:0. Christoph Mondschein. Evandro bringt den Ball ins Spiel auf Grünwald. Grünwald auf Mondschein und das ist der nächste Treffer. 9:0. Christoph Mondschein mit dem nächsten Tor. Nach herrlicher Vorarbeit von Alexander Grünwald. Es ist immer gut, 9 Tore zu schießen und die schießen sich auch nicht von alleine.
Und ich glaube, ich nehme gern die beiden Spiele zusammen. Wir haben in beiden Spielen jetzt einige Torschüsse erarbeitet. Gestern haben wir 2 gemacht, hätten deutlich mehr machen können. Heute haben wir 9 gemacht. Also von dem her war es in der Offensive recht gut. Defensiv waren ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben in beiden Spielen. Ich glaube auch, dass wir in vielen Dingen weitergekommen sind. Die Trainingseinheiten waren aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Auch die Spiele waren gute Sachen dabei. Sicherlich Dynamo Zagreb war eines unserer besten Spiele insgesamt, das wir bisher gemacht haben. Aber auch die Spiele gegen Roter Stern, auch wenn wir das verloren haben nach Standardsituationen, haben uns sicherlich viele Aufschlüsse gegeben, haben auch gezeigt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also von dem her, ich bin absolut zufrieden, habe ein gutes Gefühl. Nur Vorbereitung zählt ab jetzt gar nichts mehr. Es geht einzig und allein darum, am Freitag in Graz zu gewinnen. Und ja, da ist entscheidend. Und wenn wir das Spiel gewinnen, dann war es eine gute Vorbereitung.